Hallo, ich bin Alex Eisert mit dem Rückblick der Woche von Dokaskope TV. Christopher Dembeck, Forex-Analyst bei der Saxo Bank, bietet uns seine Übersicht der Woche. Christopher, was waren die wichtigsten Marktschieber diese Woche? Es wurde erwartet, dass die griechischen Präsidentschaftswahlen zum größten Marktschieber der Woche werden, aber es hat sich anders zugetragen. Die russische Währungskrise und die jüngste Sitzung der amerikanischen Zentralbank standen im Mittelpunkt. Die Fed hat ihre Leitlinien nur leicht verändert, aber das hat eine immense Bedeutung, weil hier keinerlei Veränderungen der Geldpolitik von der Fed impliziert werden. Wir bei der Saxo Bank sind fest überzeugt, dass die amerikanische Zentralbank den Leitzins im Juni 2015 anheben wird. Weiter wissen wir gar nichts, sind uns trotzdem sicher, dass alles Mitte 2015 kommen soll. Richtet die russische Währungskrise der Weltwirtschaft in Kurzfrist einen unwiderruflichen Schaden an? Hier habe ich meine großen Bedenken. Die Krise ist natürlich mit dem heftigen Ölpreissturz verbunden. Ich finde, sie wird keine beträchtlichen globalen Auswirkungen haben. Konzerne wie Société Générale in Frankreich sind zwar der russischen Krise ausgesetzt, jedoch fühlen wir kein Destabilisierungsrisiko. Das Worst-Case-Szenario für Société Générale setzt den Verlust von einigen Milliarden Euro voraus. Es scheint ein gigantischer Betrag zu sein, in der Tat ist er aber nicht. Wir erwarten von dieser Krise keinen großen Rückschlag. Und schließlich, worauf sollten unsere Zuschauer nächste Woche aufpassen? Diese Tage kommen zahlreiche Wirtschaftsanzeiger, insbesondere aus den USA und Großbritannien. Aber ich erwarte da keine große Wirkung auf den Markt. Denken Sie dran, dass Investoren Weihnachten feiern. Daher werden die Volumina sehr niedrig sein. Nur wenige Investoren werden neue Positionen eröffnen. Ich glaube, wir sollten uns vor allem auf den russischen Aktienmarkt konzentrieren. In dieser Jahreszeit zeichnet er sich durch hohe Volatilität aus und auf dem Hintergrund der signifikanten Krise und beim fast Kollaps der russischen Währung würde ich prognostizieren, dass Hochbetrieb gerade auf dem osteuropäischen und russischen Markt herrschen wird. Was Frankreich und Westeuropa angeht, so ist hier kaum Aktivität zu erwarten. Danke, Christopher. Für tiefere Analysen von Wirtschaftsnachrichten dieser Woche klicken Sie stets auf Dokaskope TV. Auf Wiedersehen.